Liebe Grüße aus Bremerhaven. Moin. Hallo. Ja, wir stehen hier vor Thieles Garten und möchten euch einmal diesen wunderschönen Park zeigen. Genau, das ist auch so ein kleiner Geheimtipp. Nicht mal viele Leute in Bremerhaven kennen hier das kleine Kleinod. Komm okay, mit. Auf geht's. Das Grundstück wurde 1923 von den Gebrüdern Gustav und Georg Thiele gekauft. Genau, und es handelt sich hierbei um einen Skulpturenpark, der so parkähnlich angelegt ist mit exotischen Pflanzen und es ist hier ganz schön. Mit dem Bau der Parkanlage hier begonnen und mit der Eheschließung 1929 zwischen Georg und Grete hat sich seine Ehefrau hier auch aktiv mit eingebracht in die Planung und Gestaltung und sie stellt auch für einige Skulpturen Modell. Rückzugsort, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und wie man hier sieht, gibt es überall versteckte kleine Ecken, wo man einfach mal ungestört für sich sein kann. Skulpturen sieht man erst auf den zweiten Blick. Also schön Augen auf beim Durchgehen. Nach dem Tod der beiden Brüder und weil die Frau Grete Thiele den Park nicht mehr halten konnte, wurde der Park 1971 geschlossen. Seit 1985 hat Bremerhaven das Grundstück aufgekauft
und dann im Laufe der Jahre restauriert, denn es wurden einige Gegenstände und Skulpturen beschädigt und auch geklaut. Und 1990 war die Wiedereröffnung. So, wir wollen hoffen, euch hat dieser kleine Rundgang gefallen. Wenn ihr mal in Bremerhaven seid, müsst ihr unbedingt mal herkommen. Hier ist wirklich schön. Und bei gutem Wetter, wie heute zum Beispiel, ist es nochmal besonders schön. Ja, genau. Also es lohnt sich. Wir können das mal empfehlen. Okay, dann macht's gut. Tschüss.